Ich habe Ihnen hier ein Buch mitgebracht für größere Kinder. Der Verlag hat, glaube ich, ab 8 gesagt. Ich persönlich würde sagen, ab 9, auch 10 ist noch super. Eigentlich ist auch 11 noch gut, obwohl wir da ja noch gar nicht sind. Das ist eine Italienerin, die das geschrieben hat. Antonia Murgo heißt sie. Und der Titel des Buches ist Fräulein Dezember und die Mondscheinbande. Ich habe dieses Cover gesehen und habe gedacht, da muss ich unbedingt reingucken. Es hat mich sofort angezogen. Es ist die Geschichte von einem 15-jährigen Mädchen, Dezember eben. Dezember ist im Zirkus aufgewachsen. Sie hat also dies und das gemacht, weil eigentlich ist sie ziemlich schusselig. Aber sie kam dann doch irgendwie unter und der Zirkus war auch immer ihre Heimat. Bis zu dem Tag, an dem der Zirkus seine Tore oder sein Zelt geschlossen hat. Und sie jetzt wirklich auf der Straße saß und sich nach einem Job umgucken musste. Sie hat so einiges probiert und nichts hat funktioniert. Meistens war sie so ein, zwei Tage wo beschäftigt, dann ist sie im hohen Bogen rausgeflogen, weil sie so ein bisschen schusselig ist. Und eines Tages, sie hat gerade einen Schuhputzerjob gekriegt, hat sie auch nicht lange gehalten, ich kann es Ihnen gleich sagen, da findet sie an der Schuhsohle eines Mannes eine abgerissene Stellenanzeige. Da ist nicht alles drauf. Aber da wird ein Kindermädchen gesucht und die Adresse ist auch dabei. Man weiß zwar nicht, wer das genau ist, aber man sieht die Straße noch drauf. Ja, und da geht sie dann hin. Das ist ein wunderschönes Anwesen. Sie ist ganz begeistert. Und dann macht sie die Bekanntschaft mit dem Herrn des Hauses, der nicht gerade begeistert davon ist, dass sie so einen langen Lebenslauf hat, denn daran sieht man, dass es ja wohl nirgendwo so richtig geklappt hat. Und er sagt, eigentlich könne sie gleich wieder gehen, das wäre nichts für ihren Sohn. Ja, sie kriegt dann den Job trotzdem, weil sie ihren Hut plötzlich von einem hohen, hohen Regal holen muss. Warum wie der Hut dort gelandet ist, ist eine spezielle Geschichte. Aber dann sieht plötzlich der Herr Mondschein, so heißt er nämlich, dass dieses Mädchen eine unglaublich akrobatische Person ist. Und das ist für seinen Sohn, Raban, ein echtes Plus. Raban ist ein spezielles Kind. Er ist launisch, er ist frech und er kann sich plötzlich in Rauch auflösen. Er kann auch mal brennen. Und alles, was in seiner Nähe ist, kann auch Feuer fangen. Er hat das nicht immer so ganz unter Kontrolle. Ja, und es gibt diese goldene Kindermädchenregel. Wer kennt sie? Okay, die goldene Kindermädchenregel besagt, dass man nie seinen Schützling aus den Augen verlieren soll. Und Sie können sich vorstellen, dass das bei einem solchen Wesen wie Raban nicht so ganz einfach ist. Und dann gibt es hier auch noch diesen Arbeitgeber, den Herrn Mondschein. Und der hat so einen ganz speziellen Job, und das muss ich jetzt noch ganz kurz vortragen, damit Sie wissen, wer das eigentlich ist. Mein Beruf ist wie alle anderen auch, sagte Herr Mondschein, riss sie aus ihren Gedanken. Er schaute Dezember nicht an, sondern betrachtete die glühenden Bäume am Horizont. Ein Beruf, der in meiner Familie seit Generationen weitergegeben wird. Mein Vater sagte immer, es muss stets eine enorme Angst herrschen. Eine Angst, die allen anderen Ängsten unbedeutend erscheinen lässt. Schon sein Vater hat es zu ihm gesagt. Da denken wir erstmal, was ist denn hier los, ne? Er hielt inne, kaute an seiner Pfeife, blies eine Rauchwolke aus und fuhr fort. Ich tue niemandem etwas zuleide. Sie müssen das verstehen. Es ist wie im Zirkus. Ich spiele ein bisschen Theater, klappernde Türen, Schatten an den Wänden. Nur, dass die Kinder schreien, statt zu klatschen. Sie verstecken sich unter der Decke, flüchten ins Bett der Eltern und der größeren Geschwister. Einige zünden eine Kerze an, andere singen, um die Angst zu vertreiben. Wieder andere murmeln, es ist nur ein Traum, es geht bald vorbei. Und mein Lieblingssatz, den Schattenmann, den gibt es gar nicht. Wichtig ist, dass Sie es alleine tun. Alleine oder mit ein bisschen Hilfe besiegen Sie die Angst. Und wenn Sie als Kind die Angst vor dem Schattenmann besiegen, besiegen Sie als Erwachsene auch alle anderen Ängste. So, das ist also ein bisschen ein komischer Arbeitgeber, aber er ist ein grundgütiger Mann. Und wir alle wissen ja auch, Kinder wachsen an Herausforderungen und die Angst gehört einfach dazu. Und der Schattenmann wird ihr Arbeitgeber, der Raban, das wird ihr Schützling und es wird nicht lange dauern, und eine ganz gefährliche Bande wird in diese Villa kommen und versuchen, die gesamte Mondscheinfamilie auszulöschen. Aber es geht gut aus.
sehr spannend, auch eine witzige und charmante Figur, die Frau Dezember, so ab 9 zum gemeinsamen Lesen ein tolles Buch.